Hallo Leute und willkommen zum nächsten The Walking Dead Projekt und zwar dem DLC von The Walking Dead, dem Überbrückungsspiel sozusagen zur zweiten Staffel und zwar The Walking Dead 400 Days oder halt 400 Tage. Ja, das Spiel ist für mich auch wieder so halb blind, da ich mich daran nicht so gut erinnern kann, weniger als damals jetzt bei der ersten Staffel. Und man kann so verschiedene Charaktere da drinnen spielen. Ja, so es sind so einzelne Episoden, sag ich mal. Deswegen rechne ich auch nur so vielleicht 5 bis 10 Parts oder so. Ist nicht so lang. Aber ich freue mich schon ganz doll, das mal wieder zu spielen. Und muss dazu gerade sagen, dass ich gerade eben das alles hier schon mal aufgenommen habe. Und ich sag da nochmal gleich was zu. Auf jeden Fall mache ich das Ganze gerade nochmal. Ich habe da nämlich technisch einen blöden Fehler gemacht, wie man wahrscheinlich bei Alice Madness Returns auch dann sehen kann. Werdet ihr noch feststellen, falls ihr da reinguckt. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, das Spiel kommt aus dem Jahr 2013, also genauso wie The Walking Dead und soll tatsächlich so ein bisschen die Wartezeit überbrücken. Und ihr dürft gerne die Augen, Ohren offen halten für Charaktere, die man vielleicht wiedererkennt. Ob das jetzt aus der ersten Staffel Charaktere sind oder ob jetzt untereinander Charaktere vorkommen in diesen verschiedenen Episoden, die jetzt kommen, das weiß ich gerade auch nicht mehr. Ich weiß aber, dass man da irgendwie auch immer Zusammenhänge irgendwie gesehen hat. Erinnere mich nicht mehr ganz, aber wir werden es zusammen erleben. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß und drücke auf Spielen. Handlungsentscheidung für ausgelassene Episoden erstellen? Ach so, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, weil ich ein neues Spiel gemacht habe. Ja? The Walking Dead, 400 Days. Ja, und da sind wir nun bei der Pinnwand von gesuchten Leuten, wie man es ja so kennt aus, ja, wie nennt man das, so Katastrophengebiete, wo Pinnwände dann aufgestellt werden und Fotos rangehangen werden mit verschiedenen Leuten, die aus Familien und Familienangehörigen oder Freunden oder wie auch immer, die man dann so sucht, so sieht das jedenfalls hier aus. Wir befinden uns also wieder in der Walker-Apokalypse, sage ich jetzt mal ganz betonend, und dürfen jetzt hier verschiedene Personen aussuchen, mit denen wir spielen können. Nun, an dieser Stelle habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist es so, dass ich gerade eben mit Russell schon gespielt habe und das Problem war, dass die komplette Aufnahme keinen Ton hatte und deswegen habe ich jetzt ein neues Spiel begonnen, nochmal. Und darf das alles jetzt nochmal machen, entscheide mich aber einfach wieder für Russell, weil ich komme ja nicht drum rum, den Senf jetzt nochmal zu machen. Wünsche euch aber ganz viel Spaß damit und werde schauen, dass ich eigentlich genau dieselben Entscheidungen treffe und genauso rede wie gerade eben. Ihr werdet keinen großen Unterschied feststellen. Mal schauen, wie ich mich diesmal schlage. Vielleicht kann ich ja meine Fehler, die ich eventuell gemacht haben sollte, wieder gut machen. Nehmen wir mal Russell.
Russell, Tag 184. Ja, wir haben hier irgend so einen Typen, der auf dem Weg alleine ist. Und was ist mit seinem Rucksack? Der ist einfach nur schwer, okay. Und er hat eine Karte in der Hand. Okay, er macht sich also alleine auf die Socken. Was haben wir hier? 63 miles to go. Ah, er freut sich. Aber ich fühle mich überhaupt nicht sicher hier auf dem Road. Mit dem Walker da vorne. Eine Abkürzung. Du bist ja wohl verrückt. Man nimmt doch immer den Hauptweg, oder? Ich meine, bei den Pfaden abseits sind doch noch viel mehr Gefahren. Hey, you getting up? Good. Ich wäre mir da nicht so sicher, nur weil man da kurz ruft, ob der lebt oder nicht. Lebt man weiß ja nie. Und er läuft vor allem hier auch ohne Waffe und so einfach rum, ne? You should probably hurry. Da kommt ein Auto. Shit, shit, shit. Oh. Eine Made. I see you hiding down there with your boyfriend. I don't want no trouble. Please. You just want to be left alone with your friend down there? No, just leave me alone. Look, I don't care what you do to whatever corpse you find. I wasn't. What's your name? Spielt keine Rolle, Arschgeige. Russell. Russell. So you didn't steal that bag. I don't care who you steal from, if you did. Maybe you're in a gang that likes to rob people. I don't know. Are you in a crew? You got some boys wearing hoodies I gotta worry about? Mine. I didn't steal it. All right, good. I don't like thieves. Just get in the car. You're gonna get eaten out here otherwise, and I'm bored. Come on. Scoot. Nee, passt schon. Kannst du mich nach Statesboro mitnehmen? You take me to Statesboro? I'm trying to get to my grand's house. Fuck, she liked to party? Just get in, we'll get there. Or somewhere, eventually. Name's Nate, by the way. Thanks for asking. You thirsty? Immer diese Frage mit dem Alkohol, die lieben wir. Oder ich lieb das. Ich will diesen Scheiß nicht. Okay, mir geht's gut, danke. I'm straight, thanks. You're not uptight, are you? This is the fucking apocalypse. This is like nothing. No, I'm just good, all right? All right, all right. You want to tell me about where you come from, at least? Must have been with a crew. Warum ist er so neugierig? Ich mag das nicht. Tail back where you come from? Maybe drop you off, do a double back. Keine Bräute. Können wir einfach nur fahren? Sicher. No, tail. Damn. I retract my question. There was a girl who I liked, all right. You're arguing semantics, Russ. Give a pal the deets. All right. There was seven of us. I didn't have any family there or nothing. They're all at my grand's down in Statesboro. There was a dad who had a daughter about my age. One guy said he used to be a cop, but nobody really believed him. Then a teacher and his wife. Leader was this guy, Steve. Go back to the daughter. Steve was a bad dude, but everybody was with him, you know? He said seven was the magic number, so he didn't add nobody to the group. If we found survivors, it was the same every time. He... Let it out, Paco. Just... We gonna kill these folks and take their stuff or what? Then bang, they'd be dead. Anyway, I couldn't handle that. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for Grands alone and try to find my family. I slipped out of there. I couldn't live like that.
nobody got down with the daughter then? No, they didn't. What would you give her? Strong six? Just tell me something about her. How was the rack? Give me a little something. Just a taste. Das ist ganz schön krude. Klar, scheiß drauf. Warum bist du so drauf? I'll put it right in here. You're fucking rude, man. Oh, you're Miss Manners, that it? Let's try again. All right, maybe someone who wasn't so near and dear to your heart then. What the fuck? Come on, scale of 1 to 10. What do you think? Boah, wow. Slamming before she was rocked, right? What do you think? Boah, der Typ hat sie nicht, alle, ganz ehrlich. Scheiße. Like a 9, right? Get off me! Maybe you got high standards. Help! If you say 5, I'm gonna flip. Oh, 10, okay? 10, you psycho! Ja, super. Vollidiot, echt, ganz ehrlich. Would you load that? Bullets in the glove there. Boah, der Typ, der ist echt nicht ganz dicht. Ich glaube, der hat zu viel getrunken oder so. Ich weiß es nicht, aber seine Spielchen gefallen mir nicht. Let's look for some supplies in here. See if we can fill up while we're at it. Don't be mad. Fine, be mad. Just stop being a pussy. Ich bin nicht sauer, ich verzieh mich. Tut mir leid, ich lass mich nicht gern erschrecken. I... Oh shit! Go! Get out! Russ! Get the fuck down, man! You don't want to be there! Get to the truck! I'll cover you! Hast du jetzt Munition? Ich fang mit mir eine Kugel ein. Okay, mach dich bereit. You got bullets this time? Don't think about it. Just run. I'll keep his fucking head down. Okay, dann laufe ich mal einfach. Oh. Oh. Good hustle. What happened to I'll cover you? Look how good you did. Oh, was für ein Idiot. Ich hätte nicht mit dir kommen sollen. Ich weiß nicht, wir sind am Arsch. Was machen wir jetzt? All right. What are we gonna do? First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. Down. See? Easy. Now we know where he is and we can fucking get him. All right. Yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Okay. It's in neutral. Just keep your head down. Okay. Oha, ey. Was ist denn hier los wieder? Ich drücke A. Ich drücke A. Shit! Just keep pushing! Push ja schon. Pushing. Push, push, push. Push me. Push you. Pushing. Shit. Push! Mach ich doch schon. End of the road. What now? We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Mhm. Seriously this time. I'm not fucking around. Das schaffen wir nicht. Du willst mir Deckung geben? Ja, kein Problem. Yeah, no problem. Easy as pie. Just don't get shot. If we get to that car, we'll be out of the line of fire. Here. You can cover me first. I'm not fucking around. You cover me, then I'll cover you. Or if you want to go first, that's fine too. Ja, dann gebe ich dir Deckung. I'll cover. You go first. Just shoot at the window and keep that fucker's head down till I get where I'm going. Then throw me the gun and I'll do the same. Ready? Yeah. Okay, Ziel gegen Nate. Ziele auf den Scharfschützen natürlich. Remember, don't stop shooting. Fire! All right, throw me the gun and I'll cover you. Okay. Good job. Now what? We get over there and we should be good. Go.
Oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 schnell. Oh nein. Oh Gott. Schnell rüber. Danke. Du hast mir das Leben gerettet. Du bist verrückt. Thanks. We're not done yet. Let's see if we can get in around back. Sneak up on this ass. Follow me. Man, what are we doing? Well, we gotta get in there. Fucker shot at us. Russell, relax, man. When this is over, we're gonna take what we can, head on down to your gram's, and have a big ol' home-cooked meal, all right? Come on. Watch out for that. What's the problem? Wir sollten es von seinem Leiden erlösen. Ist es noch gefährlich? Nichts, kein Problem. We should put it out of its misery. It's fucking dead. Come on. Feel like a big man now? Oh, er ist so ein Idiot auch irgendwie. Oh, und ich traue ihm. Ich traue ihm einfach noch nicht so ganz. Okay, it's clear. Keep your head down and follow me. You got it. All right. We're gonna be fucking quiet. We're gonna sneak up on this son of a bitch and take him out. You hear me? Not a fucking beep. Let's go. Okay. Hab dich verstanden. Kein Ton. Alles klar. I see him. Check through the window. See if there's anyone else. Alles klar, ich gehe rein. Moment. Ich schaue nach oben. Okay. Da ist irgendjemand. I think I saw a guy. No shit. Ja, da sitzt jemand. Grab him. I'll cover you. Do I sneak up? Just jump out and grab him. Your call. Stupse den linken Stick vorsichtig nach vorne, um dich anzuschleichen. Drücke den linken Stick kräftig nach vorne, um hervorzuspringen. Walt! Ow! Get the fuck out of here, you monsters! Whoa, Gramps! I told you not to come back here! Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook! First off, watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. You came back to finish us off and take all our food. You've lost your goddamn marbles. Maske, wir waren hier noch nie. Bring den Kerl zum Schweigen. Shut up. Mask? What's he talking about? Fuck if I know. He's crazy. Have you been here before? Russell, don't you start. You tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Please, just get the fuck out of here. Please, leave us alone. What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? Nein, will ich nicht. Es sind auch Fremde für mich und... Ja, mit dem Psychogrinsen bestimmt nicht. Er war ja sicher, ich habe genug. Tschüss, Trent, ich werde wütend und geh weg. I'm done. That's it, man. I don't know you and I don't want to. Can't you take a fucking joke? Fuck your jokes. I'm sorry, I'm out. Come on. Can we still be friends? No. Scheiße. Scheiße. Jetzt hat er die beiden umgebracht, oder was? Boah, krass. Ja, das war's schon wieder. Mit Russell diesmal. Es bleiben noch übrig Vince, der Shell und Bonnie, die wir als nächstes wählen könnten. Und was war das jetzt mit Russell? Hätte man das auch anders wuppen können als rausgehen? Und was hätte man denn machen müssen?
damit die beiden da am Ende überleben. Ich meine, man hat nur Schüsse gehört. Man weiß jetzt nicht, wer wen hier umgebracht hat, aber man geht ja davon aus, dass jetzt der komische Typ da, mit dem wir gefahren sind, dass der die beiden da jetzt erschossen hat, oder? Finde ich ganz schön heftig und blöd. Aber gut, so soll's dann gewesen sein. Könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt da von dieser einen Folge fandet. Und ich gebe euch die Möglichkeit zu entscheiden, wen wir als nächstes nehmen. Nehmen wir den Vince, die Shell, hier den Wade, der so toll mit seiner Hand reinguckt, und Bonnie. Dürft ihr mitentscheiden, wen wir als nächstes nehmen und mal gucken, ob wir da dann schlauer werden aus den Episoden oder da vielleicht sogar etwas mehr über Russells Episode erfahren. Mal gucken. Vielen Dank jedenfalls fürs Reinschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!